Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und hoffe, dass alle Muttis da draußen einen wunderschönen Muttertag hatten. Wir werden gleich in die Energien für morgen Montag, den 15. Mai schauen, was wir zum Wochenstarter Schönes erwarten dürfen, welche Energien für uns wichtig sind, worauf wir achten sollten und so weiter. Dann lasst uns loslegen. Die Energien für Montag, den 15. Mai. Was dürfen wir da Schönes erwarten? Welche Botschaften sind da wichtig? Welche Energien? Da hätte ich gerne noch zwei Karten für den Montag. Welche Energien sind da denn für uns wichtig? Worauf dürfen wir uns freuen? Wow, das ist ein Kartensalat. Oder worauf sollten wir achten? Noch zwei Karten bitte für den Montag. Und eine noch, dann haben wir es geschafft. Ja, bei uns bis gerade eben, wunderschöner Tag, die Sonne geschienen und jetzt regnet es in Strämen. Eine Karte hätte ich gerne noch für den Montag. Welche Energien sind da denn für uns wichtig? Worauf dürfen wir uns freuen? So, schauen wir mal in die Hauptenergie. Wieder ein Seelenpartnerkarte und der Anker. Gestern hatten wir den Bär, heute die Fische. So, die Fische. Gehen wir jetzt erstmal aufs Geld ein. Die Fische, alles ist im Fluss, das Geld fließt. Dadurch erhalten wir morgen Stabilität. Der Anker steht ja für Stabilität, für etwas Festes. Also morgen zum Thema Geld brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da ist eigentlich alles gut geregelt. Wenn wir weiter auf den Beruf schauen wollen, da gab es Diskussionen, da gab es Hindernisse, Blockaden, die wir im beruflichen Sinne hatten. Aber wir schauen aus dem Bild raus, was bedeutet, diese Dinge liegen hinter uns und jetzt läuft es im Job tatsächlich gut. Wie gesagt, alles ist im Fluss. Gehen wir auf die Liebe ein, denn heute sind beide Deutungen möglich. Ist der Fisch der Seelenpartner, den hatten wir gestern schon liegen. Und den Seelenpartner, den Partner, die Liebe geht tief, ne? Fische tief. Auch da ist alles im Fluss und könnte sich morgen tatsächlich stabilisieren. Und wenn es Streitereien, Hindernisse, Blockaden, das Gefühl von Zwiegespalten sein gehabt hat, dann liegt das auch hinter uns, nämlich in unserem Rücken und es könnte in der Partnerschaft mit dem Wunschpartner, mit dem Herzensmensch tatsächlich vorangehen, sich daraus etwas Stabiles entwickeln, etwas, das tiefer geht. Denn wie gesagt, die Fische stehen auch für eine Seelenverbindung, für einen Menschen, mit dem wir uns extremst verbunden fühlen. Und wenn da Blockaden waren, Streitereien und so weiter, dann dürfen wir in eine neue Richtung schauen und diesen ganzen Mist hinter uns lassen und das Gefühl bekommen, ja, das wird was, das ist etwas Stabiles. Also sehr, sehr schöne Energien für morgen. Schauen wir noch, welcher Engel uns den Morgen noch begleitet an diesem ja doch schönen Montag. Hätte ich gerne einen Engel noch. Engel der Vielfalt haben wir da. Vielleicht ist es viel leichter, als du denkst. Und so sieht es morgen auch aus, dass es viel leichter ist, als wir gedacht haben, denn die ganzen Hürden liegen hinter uns. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Sonntagabend. Genießt ihn. Morgen startet eine kurze Woche, zumindest für einige von uns, die am Freitag auch noch einen Brückentag haben. Wir sehen uns morgen wieder mit den Energien für Dienstag.
Ich freue mich drauf. Bis bald, meine Lieben. Habt einen schönen Abend. Tschüss.